Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Immer noch auf dem Weg nach Genua. Und der Das ist auch noch da. Nö. Gut, das Doch, ist. ich bin auch noch da. Gut. Na Ja. dann. Ja, hier war nicht so gastlich, dass ich hier aussteigen wollte. Ja, vielleicht falls denn Genua. Ja, mal gucken. Also das hier war mal zu sehr am Arsch der Welt. Da möchte ich nicht bleiben. Ist da eigentlich schon immer so Auto entgegen, also rauskommen oder? Doch, ist mir schon mal. Okay. Zwar hier bei einer anderen Raststätte im Standardgebiet, da wäre mir beinahe mal ziemlich am Anfang, wo ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, wäre mir beinahe mal einer reingerast. Schön. Weil er dann so mit knapp 80 da entgegen rauskam. Mit 80 über die Raststation ist auch nett, ja. Ja. Das war aber noch unter Patch 111. Also schon ein bisschen länger her. Ja, das war letztes Jahr im Dezember rum, musste das so in etwa gewesen sein. Schon ein Jahr rum. Ja, wir haben jetzt da quasi die letzte Woche vor Weihnachten hat begonnen. Ja, gestern war der dritte Advent. Diese Woche kommt dann halt der vierte Advent und dann ist auch schon Weihnachten. Es ist dann richtig. Geht wieder der Stress mit dem Einkaufen los bei vielen Leuten, weil viele, verstehe ich zwar nicht, bis heute nicht, warum viele Leute wirklich am letzten Tag, am 24. noch einkaufen gehen. Das würde ich ja zum Teufel tun. Ne, vielleicht glauben sie, dass nun mal die Preise runtergesetzt sind an dem Tag. Ja, oder eben die Leute, die bis jetzt noch keine Geschenke gekauft haben und sich noch nicht entschlossen haben und die Geschenke auch wirklich am letzten Tag einkaufen. Also ich hab schon alles. Ich hab, ja, auch wirklich, doch, ich hab alles mittlerweile. Stimmt, das letzte habe ich am Freitag Nikolaustag gekauft und jetzt brauche ich nichts mehr kaufen. Ich muss nur noch einkaufen. Ich werde diese Woche halt noch einkaufen hier Lebensmittel, die länger haltbar sind. Die werde ich diese Woche kaufen und nächste Woche Montag werde ich dann die Sachen, die verderblicher wie Brot oder so, die werde ich dann kaufen und danach werde ich mich in keinem Geschäft mehr sehen lassen. Dieses Jahr oder bis Weihnachten? Ich denke mal, zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich dann auch nochmal einkaufen, weil du kannst ja, bestimmte Sachen kann man halt nicht großartig auf Vorrat kaufen, halt Brot oder Milch, Brot, Milch oder sonst was. Ja, ja. Stimmt. Oder auch bestimmte Fleischarten oder sowas, kannst du halt nicht großartig vorher kaufen. Weil ja, ich halt Fleisch könntest eingefrieren so Not. Ja, aber da halte ich nicht allzu viel von. Also. Weil ich finde immer noch Fleisch, was eingefroren war und wieder aufgetaut wird, hat einen anderen Geschmack. Okay. Ja, da kaufe das heißt, ich du gehst doch nicht zu McDonald's. Nein, ich gehe auch nicht zu McDonald's, das ist richtig. Also, ich bin das letzte Mal bei McDonald's, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gewesen. Das ist ein bisschen länger her. Ja, weil ich mag es halt nicht. Das Einzige, was ich mir dann wirklich da mal hole, wie heißen die, diese Hähnchenteile? McNuggets. McNuggets, ja. Das ist das Einzige, was ich überhaupt bei McDonald's dann mal hole. Und ich muss also ehrlich gesagt sagen, da bin ich auch wieder viel zu geizig für, 3 Euro für 5 oder 6 Stück zu bezahlen. Dann gehe ich lieber in den Supermarkt und kaufe mir da welche. Da habe ich 500 Gramm und da bin ich auch satt mit. Und bezahle dasselbe. Ja, ist auch wieder wahr, aber du hast nicht das Flair, was so eine McDonald's-Filiale ausstrahlt. Oh ja, genau dieses Flair brauche ich auch. Nee, danke. Also ehrlich gesagt, dann gehe ich lieber wirklich mal zu türkischen Restaurant oder griechischen oder irgendwas, wo du zum Beispiel einen Döner kriegst. Ein Döner kostet auch 3 Euro, 3,50 Euro, je nachdem. Und da bist du aber wenigstens satt danach. Und dann hast du nicht nach 1,5 Stunden wieder dieses Hungergefühl, als wenn du bei McDonald's gewesen bist. Oder Burger King, das hat ja jetzt nichts nur mit McDonald's zu tun. No, es gibt auch noch Burger King und sowas. Kitten. Burger ja, King, KFC, ja. Wie sie alle heißen, keine Ahnung, was da noch gibt. Also komischerweise, wenn ich da gegessen habe, auch wenn ich mehr gegessen habe, so nach 2 Stunden habe ich Hunger. Das ist normal. Ja. Und leider. Billig ist es ja auch nicht. Also wenn du jetzt irgendwie so ein
Hamburger Royal oder wie die Dinger heißen, holst mit 4 Euro und so. Ich finde das nicht gerade billig. Naja, Menü kostet um die 6 Euro. Also ja. Mit Pommes und Cola. Ja. Diese aus diesem Postmix Cola. Was für mich ja eigentlich keine richtige Cola ist. Und das wird aus dem Sirup gemischt, also. Ja, mit Sirup und Wasser und mit Kohlensäure wird es dann zur Cola gemixt. Mit solchen Cola habe ich früher auch mal zu tun gehabt auf, bei der Arbeit mit solchen Anlagen und die Cola schmeckt komplett anders als wenn du sie aus der Flasche hast. Ja klar, das schon. Ja. Es liegt dann natürlich auch viel daran, ob die Anlage in Ordnung ist und wie die Einstellung der Anlage ist. Viele Restaurantbesitzer punchen gerne, weil du kannst das Verhältnis Cola, Wasser natürlich separat einstellen und dann ein bisschen mehr Wasser reintun und dadurch ein bisschen sparen. Ich meine, das wird McDonald's oder Burger King nicht machen, weil die haben überall ihre Vorschriften, weil es überall gleich schmecken muss und so. Aber die Möglichkeit ist halt gegeben bei Postmix-Anlagen. So, wir stehen jetzt in Genua. Ja, gibt's da Dafür Händler? Müssen wir nicht. Guck mal, in den nicht. Händler gibt's nicht, ne. Da hinten ist nur normal, also. Dann gucken wir mal im Frachtmarkt. Wo Zürich, Tunis, Italien. Gott, gibt's denn nix? Lyon, Frankreich. Ja, das wäre aber auf jeden Fall, ja. Die richtige ein bisschen wieder in die Richtung, ja. Ja, nehmen wir den gleich, ne? Ja. 4 Stunden solltest du auch schaffen abzuholen. Kommt drauf an, wie schnell ich fahre, wenn ich so fahre, wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, nee, aber ich meine, ich kaufe auch nicht wegen Weihnachten jetzt mehr Lebensmittel ein. Hm. Also, ich habe nicht diese Endzeitstimmung wie bei vielen zu Weihnachten, die für die Weihnachtstage dreifache, vierfache Menge an Lebensmittel einkaufen, als was sie sonst zum Wochenende brauchen. Das habe ich bis heute verstanden. Das Einzige, was ich machen werde, ist beim Brot, dass ich ein ganzes Kilo nehme und nicht nur einen halben Becken, wie ich es bis jetzt immer mache. Ja, gut. Und durch die Feiertage. Ja. Weil bist erstens mehr zu Hause und zweitens. Ja. Hast du weiß, Urlaub bei Feiertage? Ja. Ah. Ich hab ab 23. Also ich meine jetzt, 6. Ja, das meinte ich nämlich jetzt über die Übergangstage dazwischen, hast du also auch frei. Ja, die Firma ist zu. Ja, da kannst du ja jeden Tag 3 Videos machen. Können schon, ja, wollen, weiß ich noch nicht. Ach komm, gib dir einen Ruck und sei nicht so faul wie in den Sommerferien. Da war es zu warm. Ja, und jetzt kommst du an, ist zu kalt. Richtig. Denk dran, du bekommst Omsi. Mit Omsi kannst du viele Videos am Anfang machen. Ja, da werde ich sehr, sehr viele Videos machen. Ui, ich freue mich schon drauf. Ja. Ja, und Leute, denkt immer noch dran, schreibt immer noch runter, Wintermod. Ihr wisst. Wintermod, mhm. Ja. Wir müssen in den Kommentaren reinschreiben, Wintermod. Wenn sich 100 Leute finden. Obwohl, du fährst eigentlich jetzt falsch. Die Wintermods haben ja das Problem in dem TSM-Bereich, wo du nicht jetzt rüberfährst. Doch, die funktionieren da auch. Nur die Wiesen sind teilweise schneefrei. Ja, aber hat liebe Melinita nicht irgendwann gesagt einmal, sie arbeiten an einer Schneemod? Ja, die wollten, ja, das jetzt in Anführungsstrichen, die wollten eigentlich auch jetzt im Winter eine Wintermod für die TSM-Map rausbringen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob sie es schaffen, weil sie ja auch zu Weihnachten hin die neue TSM-Map rausgeben wollen und ob beides gleichzeitig veröffentlicht wird, weiß ich natürlich nicht. Kann natürlich sein, dass sie den Schwerpunkt auf die TSM-Map legen und lieber die fertig bekommen, dass sie veröffentlicht wird, die neue Version, statt jetzt beides zu machen und dann beides nicht fertig zu bekommen. Wäre gescheiter, ja.
Ja. Dass er sich auf eines konzentriert und nicht so wie SCS auf fünf Sachen gleichzeitig. Ja. Und dann nichts davon richtig fertig wird. Aber das muss man halt bei den Wintermods, also mir gefallen die beiden Wintermods, die es gibt. Der eine hat halt die Straßen auch dick zugeschneit und beim anderen sind die Straßen halt frei. Und der hat halt nur an den Seiten und so Schnee und auf Bäumen und so. Mir gefallen sie. Nur halt, das rate ich auch jedem meiner Zuschauer, man sollte, wenn man in den Süden reinfährt, in den Bereich der TSM-Map reinkommt, vielleicht vorher den Mod deaktivieren, weil es sieht nicht ganz so gut aus. Weil dann hätten wir jetzt hier die Bäume voll Schnee, jetzt hier der Bereich wahrscheinlich so oder so alles noch, aber wenn da jetzt eine Wiese kommt oder so, könnte es ohne weiteres sein, dass die Wiese grün ist. Schaut natürlich bescheiden aus. Ja. Und besonders wenn die Wiese Sträucher drauf hat, sind die Sträucher weiß und die Wiese trotzdem grün. Okay, hat da die TSM mit anderes Terrain verwendet oder? Ich nehme mal an. Scheinbar, weil irgendwas. Es ist egal, welchen Wintermod du nimmst. Alle Wintermods haben dieses Problem. Also nehme ich wirklich an, dass da irgendwas in den Mod eingestellt werden muss, aber keiner von den Moddern hat bis jetzt ihren Wintermod auch auf die TSM-Map richtig angepasst. Die sagen zwar, und die funktionieren auch beide Wintermods mit der TSM-Map, nur man hat, muss das halt in Kauf nehmen, dass das nicht ganz so optimal aussieht. Ist halt ein bisschen schade. Ja. Ja gut, man könnte natürlich jetzt sagen, gut, in den südlichen Ländern gibt es eigentlich auch nicht so viel Schnee oder so. Dafür haben sie die Sträucherweise eingefärbt. Ja. Aber wie gesagt, wer den Wintermod nutzt, die funktionieren. Man kann halt, wenn man eine Fahrt in den Süden annimmt, dann deaktiviert man ihn eben schnell, weil das ist ein Mod, den man ja ohne weiteres immer deaktivieren und aktivieren kann. Das macht also nichts aus. Naja, vielleicht. Wenn es die Leute sehen wollen, dann... Ja, dann also schreibt drunter. Wintermod, Wintermod. Dann aber den ohne bedeckte Straßen, weil das ist, glaube ich, realistischer. Ach, der auch mit bedeckten Straßen, der ist dafür glatter. Da musst du ein bisschen mehr aufpassen beim Fahren. Okay. Hört sich ja spaßig an. Ja, also ich, wie gesagt, ich mag beide. Mir machen beide Spaß, weil es ist eine andere Atmosphäre. Auch tagsüber ist es eine andere Atmosphäre. Du hast das war aber Treffer. Du hast also tagsüber auch bedeckt. Du siehst also auch tagsüber fast sehr selten nur mal Sonne oder so. Also von der Atmosphäre finde ich das eigentlich gerade jetzt in der jetzigen Jahreszeit sehr passend. Und welche man nimmt, ist Entscheidungssache. Also auch den von Iceman, wo die Straßen bedeckt sind, hat seinen Reiz, weil es eben etwas schwerer zu fahren ist. Man muss sich ein bisschen mehr anstrengen. Ja, Leute, schreibt das in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt. Ja. Dann wird es vielleicht in der nächsten Aufnahme zu Weihnachten oder so ein Special mit Winter geben. Mit wir rutschen über die Autobahn und nicht wir fahren über die Autobahn. Da hatte mich auch ein Zuschauer bei mir schon darauf angesprochen, ob ich nicht, wenn ich ETS zu Weihnachten zeige, ob ich da nicht bereit wäre, auch im Hintergrund Weihnachtsmusik laufen zu lassen. Nein. Leute, das geht leider nicht. Auch einfache Weihnachtslieder, Tannenbaum oder etc., ob einem das gefällt oder nicht, ich kann es nicht zeigen, weil dann die GEMA sofort sagt, nö. Auch bei Weihnachtsliedern, wenn die allgemein gut sind, man darf sie nicht ohne GEMA-Genehmigung veröffentlichen. Auch nicht als Hintergrundmusik. Ja, somit wird es auch in meinen Videos keine keine Weihnachtsmusik geben. Ja. Erstens mal geht es mir eh schon sehr am Nerv. brauche ich sie auch nicht im Video. Und zweitens eben wegen diesem ganzen netten Copyright-Blödsinn. Ja, ja,
der Zuschauer, der mich angeschrieben hat, der hat gesagt, ja, er spielt Instrumente, ich weiß gar nicht mehr, was er jetzt genau spielt, aber scheinbar relativ gut. Und er sagte, er würde mir dann auch gerne solche Lieder dann als Instrumentalfassungen zur Verfügung stellen, die ich dann einpassen kann. Leute, nützt nichts. Die Melodien erkennt das Suchprogramm von der GEMA oder von YouTube und dann wird das Video sowieso gesperrt. Genau. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall kriege ich einen Strike und kriege dann noch so komische Auflagen, keine Videos mehr länger als 15 Minuten und beim dritten Strike ist der Kanal dicht. Also deshalb, nein. Lassen wir es lieber. Ja. Wir hängen, glaube ich, beide an unserem Kanal. Ja, also ich würde, wenn der Kanal mal zugemacht würde, würde ich keinen neuen Kanal mehr aufmachen, obwohl das auch so ja verboten ist von YouTube aus, weil wenn YouTube einem untersagt, den Kanal weiter zu betreiben, ist es auch verboten, einen neuen Kanal aufzumachen. Naja, dann wird es auch bei mir keinen geben, falls meiner mal weg sein sollte, aus irgendeinem Grund. Ja, ja. Und dann riskieren wir da nicht, weil dann könnte nämlich der neue, sobald YouTube das irgendwann mal mitkriegt, dass man einen neuen Kanal mit, als gleiche Person hat, könnte YouTube von jeder Zeit natürlich auch wieder sagen, ja gut, wird dann wieder dicht gemacht. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Das kann natürlich, das, ja. Ja, ich so. Außerdem habe ich keine Lust, ich verstehe auch Leute nicht, die andauernd irgendwelche neuen Kanäle aufmachen, weil sie mit ihrem alten Kanal nicht mehr ganz zufrieden sind. Also ich hätte den Bedarf nicht, jedes Mal wieder neu anzufangen und nur weil ich irgendwas an meinem Kanal umstelle oder sage, mir gefällt der Name nicht mehr oder sonst irgendwas, gäbe es bei mir nicht. Also entweder läuft der Kanal unter dem, wie er jetzt ist, und dann es gibt ja keinen mehr. Ja. Bin mit meinem Namen eigentlich zufrieden. Also, da gibt's nichts. Ja, aber ich meine eben bei anderen. Es gibt halt andere Let's Player zum Beispiel, die anderen irgendwelche neuen Kanäle aufmachen. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Ja, gut, wenn es dann schon sehr, sehr viele sag jetzt einmal Abo-Leichen hast. Ja gut, aber dann hast du, dann fängst du natürlich einen neuen Kanal an und dann hast du natürlich erstmal eigentlich so wie am Anfang erstmal fast keine Zuschauer. Ja, außer du postest in deinen alten Kanal irgendwie noch Ja. Deinen Link oder so oder ja, machst ein Infovideo, alle die rüberkommen wollen, kommen rüber. Ja, aber bist du, glaubst du wirklich, dass mehr als so 10% oder 20% rüberkommen? Nein. Also ich auch nicht. Und ja, das Problem ist auch, dann bist du auch bei YouTube wieder nicht mehr in den Suchen, wirst kaum berücksichtigt und so. Neue Zuschauer zu finden, wird dann auch sehr schwer. Also weiß ich nicht. Also mein Ding wäre es auf jeden Fall nicht. Also ich sag mal einfach, man sollte, wenn man einen Kanal wirklich mal erstellt, sollte man sich vorher genau überlegen, was man eigentlich macht. Wenn man das gemacht hat, ist halt auch schwierig. Bei den Kanalen habe ich irgendwann 2006. Ja, deiner ist ja noch viel, viel älter als meiner. Ja, und damals habe ich mir irgendwie nicht keine Gedanken drüber gemacht, wie der Kanal jemals heißen soll, ob er jemals gescheit funktionieren wird oder ob er jemals aktuell oder wie soll ich sagen, ob er jemals geschaut wird. Damals hätte ich auch nie gedacht, dass ich so aktiv wie jetzt Videos mache jemals. Ja, gut, war ja bei meinem auch nicht gedacht. Eigentlich war meiner nur gedacht, weil ich im anderen Let's Player im Bild was zeigen wollte oder zeigen wollte in dem Sinne, wegen Mods und sowas. Und das ging natürlich am besten, indem man dann halt auf YouTube die Videos hochlädt, dass er sich die angucken konnte. Ja, sicher. So, und dafür war das eigentlich nur gedacht, meine ersten Videos. Ich glaube, die ersten 30 Videos waren ja auch alle tonlos, also heißt nicht Ton, also Sound hatten sie, aber ich habe sie halt nicht besprochen. Mhm. Ja, meine allerersten Videos waren abgefilmt mit der Kamera. Noch extremer. Ja, damals war das halt so, da hatte ich noch nicht das Equipment dazu, dass man, und da war es auch nicht so gang und gäbe, dass man jetzt einfach Fraps startet und einfach das Video captured, was man da am Bildschirm hat.
Es waren halt damals noch andere Zeiten. Ja, stimmt. Ich habe ja auch meine ersten Videos noch mit einer kostenlosen Version des Programms gemacht, wo dann noch oben immer die Einblendung kam und man nur, ich glaube, 10 Minuten war das, 10 Minuten aufnehmen konnte, kostenlos. Und bei Fraps kannst du, glaube ich, nur 30 Sekunden aufnehmen. Also, keine Ahnung. Ja, ja. Länger kannst du das kostenlos nicht nutzen. Bei meinem Programm, da kannst du halt 10 Minuten aufnehmen. Aber du hast halt die Einblendungen. Ja, das ist halt... Da fällt mir sowieso ein. Hm? Mein Kanal wird am 29. ja auch schon ein Jahr alt. Wow. Was? 29. Dezember? Mhm. Okay. Da ist so ein erstes Video rausgekommen. Meins war 2006 oder so. Ja. Ja, das ist schon einige Jährchen mehr. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt wieder einige alte gelöscht, weil das waren noch mit Musik und da habe ich netterweise, hat er dann jetzt nach 3 Jahren auf einmal gemeint, Urheberrechtsverletzung durch Drittanbieter, bla bla bla. Ja, da kann man wieder sehen, dass das kein einfaches Thema ist, auch wenn man wie du in einem anderen Land lebt, trotzdem gilt auch da dieses Problem mit der GEMA. Weil du deine Videos halt auch in Deutschland zu sehen sind. So, aber wir machen da jetzt eine kurze Pause und fahren die restlichen 200 Kilometer oder was sind in der nächsten Folge. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Jo, ade.